Willkommen zurück zu Miitopia! Die wollen alle immer noch die gleichen Outfits haben. Immer noch alle wollen das gleiche. Alle wollen ein Superheld sein. Ihr seid doch schon Helden. Nur halt kleine Superhelden. Ja. Wir sind auf jeden Fall in einer komischen, mysteriösen Welt nun stehen geblieben. In der Anderswelt. Die heißt einfach so. Und ich hoffe, wir finden hier endlich die Antworten zu unseren Problemen. Und vor allem, hoffentlich finden wir hier den dunkleren Fürsten Iwata. Wir können nur hoffen. Wir können nur auf das Beste hoffen. Ja, Team kann ich so bleiben. Wir sind hier einfach mittendrin in dieser neuen Welt. Oh mein Gott. Vielleicht ist die Welt ja gar nicht mal so lang, wie ich gedacht habe. Beziehungsweise, ich habe mir schon gedacht, dass sie nicht so lang ist, aber... Die sieht schon kürzer aus, als ich es mir trotzdem gedacht habe, ja. Was denn? Ich weiß nicht, wie lange noch die Main-Story gehen wird, aber... Ich habe die Vermutung, dass wir bald am Ziel angelangt sind. Wir haben den Turm hinter uns. Also wenn hiernach noch ein Gebiet kommt, dann fühle ich mich wirklich verarscht. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass da in diesem Gebiet noch was kommt. Das wäre Bullshit. Oh, Level Up für Mike. 28 jetzt schon. Gigablitz gelernt. Triff einen Gegner und seine Nachbarn mit kräftigen Blitzen. Richtig kräftig. Krass und kräftig. Das Gefühl, dieses rote Ausrufezeichen führt uns zum Sieg. Gigablitz. Probieren wir es mal aus. Neue Technik. Gigablitz. Oh, okay. Das werde ich jetzt definitiv mehr benutzen als die Mega-Explosion, weil das macht mindestens 100 auf jeden. Das ist schön viel. Obwohl, jetzt kann ich es halt nicht einsetzen, ne? Jetzt muss ich halt Explosion einsetzen. Weil jetzt ist halt niemanden, den ich da treffen kann mit dem Blitz. Setzen wir also das Megafeuer ein. Sollte reichen, ja. Schön über 200 Damage. Nice. Badabam, badabadam. Level up für Igitt. Schön. Alle noch auf Level 23 bringen. 25 wäre zwar eine coolere Zahl, aber... Muss nicht sein. Meine Taschen fühlen sich komisch an. Oh, eine Paletta-Bärnadel war da drin mit einem Brief. Schon wieder hat mir Maika einen eingesteckt. Nice. Ja, finde ich auch ziemlich nice. Aber noch nicer wäre, wenn dieses Gebiet keine Weggabelung hätte. Das finde ich noch nicer. Dann würde ich das Gebiet auch mögen. Bisher finde ich es ziemlich cool, um ehrlich zu sein. Besser als der Himmelsturm. Weil, weiß nicht, hier ist es ein bisschen linearer bisher. Und nicht so ganz viel Verschiedenes, was man machen kann. Geht's straight einfach zum Finale. Verstehe aber nicht, was so schlimm daran gewesen wäre, einfach jetzt auf den Turm zu kämpfen, ganz oben. Wäre doch auch cool gewesen. Okay, wir wollen anscheinend, dass man hier in dieser mysteriösen Welt kämpft. Ja, okay. Sage ich nichts zu. Solange das Gebiet nicht so lange geht, sage ich ja nichts zu. 5 Tickets, krass. Yay, wir haben 20 Bonbons verschluckt und jetzt, boah, krass. Yay, größerer Effekt. Cool. Nicht schlafen hier. Aufwachen, es geht weiter. Habt ihr schon geliked? Habt ihr schon gesubbt? Spaß. So. Superhelden könnt ihr auch nach der Story noch sein. Obwohl, ihr seid ja eigentlich auch noch Superhelden, ne? Ohne Outfit. Heldenrobe. Okay, sieht ein bisschen weird aus.
sieht schon ziemlich ähnlich aus, ne? Aber das ist halt besser. Hat ein paar weichere Farben, ist nicht so krass schattiert. Ich weiß nicht. Das, ich finde aber, das passt besser und besser. So, ein bisschen mit um das Pferd kümmern. Das Pferd ist natürlich auch eine große Hilfe immer. Nur heute ist es schlecht gelaunt. Schade. Kann man nichts gegen machen. Es sollte nur gut gelaunt sein, wenn wir endlich den Endbosskampf machen. So, ich mag das und GF mag das auch. Aber lass mich das erstmal essen. Du magst das? Hat das schon jeder probiert? Ja, anscheinend. Oh, jetzt kommen die Kekse nochmal. Schön, die Kekse alle verspeisen. Die müssen alle weg. Sonst kann ich nicht hier weiterfüttern. Ist sonst ein bisschen kompliziert. Also immer schön die Kekse verteilen. Und dann sind wir alle glücklich, ja. So, Miku, komm mal rein. Weiteren Support. Jetzt könnte es bestimmt schwieriger werden. Okay. Erinnert mich so ein klein wenig, nur so ein bisschen, an die Zerrwelt. Aber nur so ein bisschen auf der Overworld halt, weil so überall so fliegende Plattformen sind. Wir stehen kurz vor der letzten Schlacht. Gibt's irgendwas, das du vorher noch tun wolltest? Oder irgendwas, was du noch loswerden willst? Mike, ehrlich zu sein? Nö, lieber nicht. Was? Jetzt hast du mich voll neugierig gemacht. Haha. Bringen wir erst unser Abenteuer zu Ende. Dann sag ich's dir. Miku. Na gut. Ein Grund mehr, diesen Kampf nicht zu verlieren. Genau. Gra! Der Kampfgeschrei. Auf da! Hier sind sehr viele Monster. Ich meine, gut, der Balkon ist voll mit Monstern. I'm blue, da. Die sehen doch voll so aus. Wie diese Aliens aus dem Musikvideo. Vor allem, also, vielleicht sehen sie nicht unbedingt so aus, aber es sind Aliens, die blau sind. Ich meine, das passt auch. I'm blue, da. Ja, die auf jeden Fall, dieser Tod. Ciao, ciao. Weiter geht's. Weg von diesen Aliens. Die haben ein blaues Haus und ein blaues Fenster. Nicht gut. Mann. Und da sind sie, die Wege. Ich wusste, die werden noch aufgebrochen. Ja. War klar. Bisschen Geld, bisschen Money. Mhm. Oh, da sind sie wieder. Und diesmal haben sie Meteoriten mitgebracht. Reicht das auf alle? Nee, das geht immer noch auf drei. Ja, dann wäre Explosion eigentlich besser gewesen. Okay. Du. Oh, neue Technik. Kreischen. Ja, kreischen ist halt besser als krächzen, ne? Ah, ist nur einer. Dann Reitangriff. Tschüss. Wir treten ihn wieder dahin, wo er herkam. Ins Weltall. Und Meek und Girlfriend kriegt ein Level Up. Astronahrung. Oh, das ist ein sehr kurzes Level. Zumindest nach der Weggabelung halt. Um uns herum der schaurige Anblick der Anderswelt. Doch das soll uns nicht daran hindern, heute Nacht gehörig zu feiern. Damit neigt sich diese Reise auch bald dem Ende zu, was? Ah, stimmt. Moment mal, danach soll es vorbei? Ich dachte schon. Wir besiegen halt den dunkleren Fürsten. Und dadurch bringen wir Miktopia endlich den Frieden zurück. Yep, und dann ist Schluss mit Reisen. Was? Das ist aber doof. Ich will weiter mit euch abhängen. Ich auch. Hey Mike, was wirst du denn tun, wenn all das hier vorbei ist? Hä? Da fragst du mich aber was. Heben wir uns das Thema für später auf. Stimmt, im Moment haben wir andere Sorgen. Bereiten wir uns vor auf die finale Schlacht mit dem dunkleren Fürsten Iwata.
Genau, zeigen wir es dem dunkleren Fürsten. Darauf sollten wir anstoßen. Ich würde ganz ehrlich, kurz hier out of context, ich würde ganz ehrlich es einfach callen, wenn nach dem Kampf nochmal direkt im Anschluss noch ein dunklererer Fürst oder der dunkelste Fürst noch kommt, ja. Ich würde es dem Spiel wirklich zutrauen, dass sowas passiert. Wir hoffen es aber nicht. Auf das Miitopia wieder friedlich und damit stinklangweilig werde. Pock. Prost! Das ist unser Ziel. Aber es gibt ja eine Afterstory. Wir müssen noch ein bisschen aufräumen. Nachdem der dunkle Fürst beseitigt ist, ist ja trotzdem noch ganz viel Chaos passiert. Deshalb müssen wir das schön aufräumen, was er angerichtet hat. Aber hey, wir sind ein Team. Wir machen das alles gemeinsam. Nein. Ne? Punk-Kluft. Ehrlich jetzt? Nochmal sowas? Ah, nee. Nee. Es gibt solche Outfits, die sind doch besser. Okay. Jetzt können wir endlich die Hunde-Cookies loswerden, aber erstmal noch die Astronahrung. Für den Verzehr im Weltall optimiert. Mit Bananengeschmack. Oh, mit Bananengeschmack, gib her! Ja, geil! Nicht so. Schade. Aber hier kannst du ja dafür das hier essen. Die Kekse. Yay, unter 100. Ja, gleich wird es wieder auf 100 steigen, aber egal. Wir gehen auf die unter 100 zu. Mehr oder weniger. So. Das ist schon das Ende? Dann wird dieser Weg wohl einen Schalter beinhalten? Mal schauen. Kiste! Mit Geld. So, wir haben jetzt 1900 Gesichter gerettet. Leider keine 2000 mehr fürs Ende, aber nicht schlimm. Die Gesichter haben wir sowieso. Die Anzahl der Gesichter war mir sowieso nicht so wichtig. Die werden noch später auf die 3000 oder so kommen, bestimmt. Wenn wir dann die Afterstory machen. Ein Geschenk für Igitt, obwohl er noch gar nicht wirklich kennt. Was doch nett. Plüschpferdchen. Schick, schick. Oh nein. Oh. Oh. Egal. Ich habe keine Ahnung, wie wir zu diesem. Zu dieser Truhe hin können. Habe ich irgendwas verpasst? Eigentlich ja nicht, ne? Es gab auch keinen Schalter oder irgendwas. Es gab auch kein anderes Bonus-Level oder so. Das wundert mich jetzt wirklich. Irgendwas habe ich anscheinend dann doch verpasst. Keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe überhaupt, dass wir gut genug ausgerüstet sind für den Kampf jetzt. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Nee, wir nehmen aber das. Sieht schön aus. Doch, doch, wir sind sicherlich gut genug für den Kampf. Den treten wir nur in den Hintern. Haben wir schon alle probiert anscheinend. Ja, du magst das doch. Kannst du die verputzen. Putz, putz. Nom. Schön. So, und die Kekse müssen jetzt auch endlich mal leer werden. Endlich. Die ganzen Knochenkekse sind endlich weg. Hoffentlich kommen sie nie wieder. Ja, kannst du endlich das hier probieren. Und die schmeckt sogar. Aber. Oh, war klar. Mhm. Dann kannst du die jetzt einfach alle verputzen. Bis auf einen. Den behalte ich noch für Girlfriend. Wenn sie den wieder essen kann. So, das hier könnt ihr dann alle probieren. Ob ihr das mögt. Ja, zack. Schon das Fest mal, bevor wir dann jetzt. Ja, vielleicht gleich den Boss machen. Gucken wir jetzt nochmal, ob es noch irgendwas anderes gibt. Aber ich meine, wir haben wirklich alles. Und das ist jetzt das Einzige, was jetzt noch fehlt. Der Boss. Ich meine tatsächlich schon. Seid alle schon satt, oder? Nein, tut noch nicht.
Das macht ganz satt? Krass. Ja, es ist jeder satt. Alle satt gefressen. Na dann. Ist es jetzt wichtig, wen ich ins Team nehme? Eigentlich schon, ne? Ich glaube schon. Egal, sonst lassen wir es einfach so. Das ist wahrscheinlich ziemlich dumm, aber... Eigentlich müssten wir noch irgendwie zur Kiste kommen. Das war ja ein gerader Weg, da gab es ja nichts. Hier auch. Moment, was? Oh. Natürlich. Natürlich kann ich mal wieder einfach so in der Luft laufen. Ja. Natürlich. Natürlich. Bananenernte, Ploing-Safari. Natürlich gibt es immer wieder zwei Wege, kurz vorm Ende noch so ein Level. Ja, ist doch schön. Mal gucken, ob wir in dieser Folge noch den Endboss-Kampf schaffen. Sonst, wenn das Video nicht lange ist, sondern normal lang, dann wird das wahrscheinlich ein eigenes, eine eigene Folge bekommen, der Kampf. Es gibt auch noch Credits und alles. Ich noch ein bisschen über meine Meinung zum Spiel rede. Spoiler, sie ist ziemlich positiv. Blum. Hier ist ein Ploing. Oh, das sehe ich gerne, so viele Gold-Ploings. Wenn ich die alle mit einer Explosion down kriegen könnte, wäre das schon nice. Aber jetzt müssen alle einmal angreifen, weil die so schwach sind. Ja, komm, let's go. Mega-Explosion! Bam! Da kommt das Geld, ich höre es schon. Ich höre das Geld schon. 4K. Nicht so wie dieses Video. Oh. The rarest ploying. Nochmal 5-mal. Zweimal. Und nochmal 2 andere. Da kann man nichts gegen machen. Wenn sie fliehen, dann fliehen sie halt. Kann man nichts machen. Es ist random. Natürlich fliehen die Großen, die am meisten bringen. Natürlich fliehen die. Was soll ich machen? Kann ich zumindest die beiden Raploings noch mitnehmen? Vielleicht. Hoffentlich. Bitte. Okay, die beiden bleiben schon mal. Komm, zack. Ja, die sind alle wild, deshalb können sie jetzt nicht fliehen. Oh, nein, das ist ja geflohen oder was? Nein! Ah, Mike, auf nett zu sein. Das war nicht nützlich. Am einen bekommen. Ach, mies. Mies, mies, mies. Ja, was willst du machen? Oh, wieder dreimal. Yay, Level 20. Cool, dann können wir euch mal kurz austauschen, auswechseln. Mit jemand anderen leveln. Was ist denn jetzt los? Achso, nur das wieder. Nee, wie die Musik kurz ausgegangen ist. So plötzlich. Wo seid ihr? Hier. Bam, bam, bada, bam, bam. Ich muss mal kurz schauen. Wie wär's, wenn wir das so machen? Nee, warte. Nee, 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 nee. Bin ich mit Danny so und dann Miko und Freddy? Warum nicht? Könnte klappen. Muss er sowieso mit denen auch noch Level 20 werden. Also so schlecht ist es auch nicht. Du, du, du. Nice. Da, 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 da. Wir schaffen, glaube ich, tatsächlich nicht mehr in dieser Folge den Kampf. Naja, gut. Ein weiterer Grund, dran zu bleiben für die nächste Folge. Also, noch nicht vorbei, ne? Noch nicht vorbei, aber... Geht noch ein bisschen, aber nicht mehr so lang. Ja, ist ein interessantes Outfit. Obwohl, könnte ich vielleicht sogar reintun, um ehrlich zu sein. Nee, wir bleiben dabei. Das ist einfach so perfekt. Ich weiß nicht, das ist einfach zu perfekt. Ja, das Rest bleibt nicht. Oh, reicht nicht. Gothic-Kleid, das sieht wenig aus wie Gothic, mehr so wie Dienstmädchen. Ich mag Dienstmädchenkleider. Die sehen schön aus. Also das Gothic-Kleid sieht schon ganz schön aus eigentlich. Hier, das kannst du probieren. Schmeckt dir nicht. Hat das schon jeder probiert jetzt? Du noch nicht?
Mhm. Wem schmeckt's am besten? Niemand so wirklich. Gib's aber, Danny. Bisschen Angriff und Abwehr erhöhen. Kann nicht schaden. Schade, schmeckt nicht. Scummy Alien Danny. Schmeckt auch nicht, schade. Was sagst du, Jesus? Nein? Ja, so ein Gummi Alien. Weiß nicht, ob das was schmeckt. Woraus besteht denn das? Hm. Das ist natürlich die Frage, ne? Seid schon satt. Okay. Ihm schmeckt das sehr. Wäre gut, wenn ich ihm das aber auch wirklich aktiv geben könnte. Nice. Duftender Tee. Mit der Tasse. Lecker. Kennt ihr das auch, wenn der Tee so gut schmeckt, dass ihr ihn einfach mit der Tasse runterschluckt? Und ihr 31 Stück davon habt. Oh mein Gott, sicher ist jetzt. Alter. Okay. Deshalb habe ich so viel Essen. Ich habe ganz viel Tee. Warum habe ich so viel Tee? Ich trinke gar nicht mehr so viel Tee. Okay, ich weiß auf jeden Fall, was wir die nächsten Male essen loswerden müssen. Nachdem wir herausgefunden haben, wem das am meisten schmeckt. Ja. So, gut, auf zur Kiste. Achso, hier gab es dann noch einen anderen Weg. Oh, Leute. What? Ach, Danny mal wieder. Mal wieder raus, Danny. Oh oh. Oh oh. Nein. Oh oh. Oh. Erinnert mich ein bisschen an irgendeinen bösen Charakter aus Sailor Moon. Cosplayt sie heute die Bösen. Wenn sie das will. So, duftender Tee hat schon jeder probiert. Nein. Wir lassen es jeden probieren. Damit wir wissen, wem wir das zuspammen können. Jetzt hat aber so ziemlich jeder. Okay, also ich weiß zwar nicht, wie das hier mit Danny aussieht, aber Freddy und ich mögen es sehr. MP und Magie ist ziemlich gut für mich und Freddy, also spammen wir das einfach. Wir können das viermal pro Charakter machen. Zumal, also wenn der halt noch nichts vorher gegessen hat. Das ist sehr gut, dann geht er schneller weg. Komm, let's go. Alles weg, spam. Sag mal, wie kommen wir denn jetzt zur Truhe? Ich habe da jetzt keinen Weg gesehen. Oder muss man einfach wieder über die Luft laufen? Dann ist man halt einfach da. Halt einfach so. Ja. Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich ist das jetzt einfach der Weg, wie man da durchkommt, oder? Nee. Nee. Finn hier auch nicht. Ah, von hier einfach nach links. Ja, normal. Ja, kennt man halt so solche Secrets, ne? Aber in diesem Spiel halt leider schon. Das ist schon das zweite oder dritte Mal oder so, ich weiß gar nicht mehr. Yay! Habt Spaß, toll. Mit euren hübschen Kleidern. Bitte einer von euch mal ein Level up, dann kann ich nämlich austauschen für den Endbosskampf. So ein bisschen mehr Variation. Schauen wir mal. Vier blaue Aliens. Die wollen alle in unser blaues Haus. Obwohl, haben wir überhaupt ein Haus? Wir leben ja eigentlich nur die ganze Zeit im Gasthaus, ne? Oh oh. Oh oh, warum ist sie so alt? Nein, Buddy, lass sie so alt sein! Zumindest ist ihr Make-up noch geblieben. Ich hatte wirklich Angst gerade, dass, weil sie jetzt so alt ist, dass ihr Make-up dann so weggeht. Hätte ja sein können. Ich weiß es nicht. Hätte ja sein können. Mega Explosion! Bye bye! Und bye bye sage ich auch gleich zu euch. Denn die Folge nähert sich dem Ende. Und wir werden tatsächlich erst in der nächsten Folge das Finale machen. Mit diesem Heldenzauberstab. Den ich nur für die Werte benutzen werde. Mit der Kraft der Liebe müssen wir nämlich beschlagen. So wie komme. Zwölf verschiedene Zauberstäbe.
Und die beiden lernen sich auch noch ein bisschen besser kennen. Und ich will in das Zimmer von Freddy. Statt bei Danny bleiben und gucken, dass es ihm gut geht. Hey Freddy, was geht?